Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Video von mir. Es ist wieder Zeit für einen Vlog und zwar für einen ganz, ganz besonderen Vlog. Nämlich für meinen Frankfurter Buchmesse-Vlog. Yay! Es ist wieder soweit. Wir haben wieder Buchmesse. Ich freue mich so. Für mich geht es morgen früh los, am Freitag. Und ja, ich habe jetzt alles vorbereitet. Ich habe euch in den Insta-Stories schon mitgenommen. Und jetzt gucke ich gerade ein bisschen Fernsehen noch. Und ja, freue mich auf jeden Fall auf morgen. Ich bin sehr, sehr gespannt. Soll es auch schon gewesen sein, nur soll es keine Einleitung. Und ich würde sagen, wir sehen uns morgen. So, ich bin auf der Messe angekommen. Endlich, beziehungsweise ich bin eigentlich schon länger hier, aber ich habe mich nicht gemeldet. Mal wieder vergessen, so wie immer. Und ja, ich war gerade schon in Halle 3 und war bei Lux und natürlich beim Carlsen Verlag bei der Harry Potter Treppe. Ich meine, ihr kennt mich, ihr wisst, ich liebe Harry Potter und natürlich musste ich dann dahin. Und ja, jetzt bin ich in Halle 3.1. Und ja, beziehungsweise ich bin jetzt gerade draußen und ich kann euch aber den Ausblick zeigen. Ich finde den Ausblick gerade einfach so, so schön hier und die Luft hier drin ist so gut. Ich war so am Überlegen, ob ich mich dicker anziehe. Bin so froh, dass ich es nicht gemacht habe, denn ja, es ist einfach warm. Das könnt ihr euch vorstellen. Messe, warum habe ich daran nicht dran gedacht? Auf jeden Fall, ich zeige euch jetzt mal den schönen Ausblick. Das ist gerade mein wunderschöner Ausblick. Ist er nicht schön? Ich finde das gerade so cool, von hier unten die ganzen Leute zu beobachten. Nee, ich habe nichts von einem Stalker, aber ich finde es trotzdem gerade unglaublich cool. Und ja, ich würde sagen, ich melde mich später nochmal. Schaut mal, wer hier mit bei mir ist. Hallo. Da ist zwar noch jemand, aber der ist gerade, beziehungsweise sie ist gerade. Ja. Und ja, wie geht's dir gerade dazu? Mir geht's gut. Meine Stimme ist zwar ein bisschen für den Arsch, aber ich freue mich sehr, hier zu sein. Ja, ich mich auch. Also ich war auf dem beim Self-Publishing-Preis gerade und jetzt gerade hier bei Meet Me. Da habe ich Clara getroffen. Und bist du jetzt bereit für mein Vlogging? Sie ist gleich soweit. Bist du soweit? Und hier haben wir sie noch. Ich werde euch auf jeden Fall beide Kanäle unten verlinken, denn die machen beide auf YouTube. Und ja, sonst was zu erzählen? Ja, wir sind alle schon fertig und wir haben gerade mal 3 Uhr, aber irgendwie, ich weiß nicht, wie lange seid ihr schon da? Seit ungefähr 3 Stunden. Ja, das kommt jetzt dazu. Komm her, dann ist das Vlog. Dann ist wieder Vlog. Hi! Mir geht's auch gut! Ja, das ist doch schön. Ja, wir machen uns alle ziemlich gut. Aber ich finde, wir sehen gar nicht so scheiße aus wie wir. Ich sehe hier in der Kamera auf jeden Fall besser aus als vorhin auf dem Bild. Ja, wir turteln jetzt hier auf jeden Fall noch ein bisschen rum und quatschen. Und ja, ich möchte. Könnt, bin ich nicht mehr auf der Messe. Ja, ich habe den Messetrubel heute überstanden. Es war sehr, 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 sehr schön. Ich hätte gar nicht damit gerechnet, dass es so cool wird. Also Messe ist immer cool. Aber ich muss sagen, ich habe so unglaublich tolle Menschen heute getroffen und es hat so viel Spaß gemacht, ja, mit ihnen zu reden, sich auszutauschen und einfach neue Leute kennenzulernen. Es war einfach so, so toll und ja, ich war gerade noch essen, der Raffaela, und ich werde euch auf jeden Fall alle Kanäle unten in der Infobox verlinken. Und ja, wenn ihr mir auf Instagram folgt, könnt ihr mich da auch richtig gut verfolgen, denn da habe ich auch ganz, ganz viel gepostet. Und ich kann euch ja mal ganz kurz mein Hotelzimmer zeigen. Ich wollte schon immer mal eine Roomtour im Hotel machen und jetzt ist es endlich soweit. Und ja, ansonsten werde ich jetzt gleich mal mein Instagram-Fach abchecken, weil meine Nachrichten da überknallen wegen den ganzen Erwähnungen und die Leute, die ich alle getroffen habe. Und ich muss gleich erstmal alles mir ganz in Ruhe angucken, während ich ein bisschen Fernsehen gucke und den Abend ausklingen lasse.
Und ja, dann geht es morgen weiter. Der erste Messetag ist schon wieder vorbei und es war wunderschön. Ich kann euch ja gleich mal noch meine Bücher zeigen, die ich heute bekommen, gekauft oder was auch immer habe. Und ja, ich zeige euch jetzt erstmal das Hotelzimmer. Ja, hier ist mein Zimmerchen. Ich finde es toll, dass das Bett so riesig ist. Ich mag riesige Betten. Da habe ich einen Nachttisch. Und hier ist ein Fernseher, worauf ich gleich Fernsehen gucken werde. Hier ist ein Spiegelchen. Und hier ist so eine Art Kleiderschrank, aber ich werde meine paar Kleider eh nicht aufhängen. Ich habe mehr Bücher dabei. Ein Bücherregal wäre ganz angebracht gewesen, obwohl ich habe hier was gesehen. Man könnte es als Bücherregal nutzen. Seht ihr das? Als wäre es für mich gemacht. Aber ja, okay. Ich werde ja keine Ewigkeit hier bleiben. Und hier ist das Badezimmer. Da bin wieder ich. Mit Dusche und ja, das war es eigentlich auch schon. Gar nicht so spektakulär, aber ich finde es gemütlich. Und ich werde jetzt chillen mit Fernsehen gucken. Und ich wollte euch ja noch zeigen, was ich mir heute geholt habe, beziehungsweise was ich mir absignieren lassen. Ich habe mir einmal von Tammy Fischer Burning Bridges signieren lassen. Tada! Ich finde die Unterschrift echt cool. Ich mag das, wenn das so verschnörkelt ist. Und ja, ich habe mir dann auch direkt Sinking Ships geholt. Sind sie nicht schön? Ich mag sie echt gerne. Das habe ich mir auch signieren lassen. Tada! Ich mag das. Ich mag sie beide. Aber ich muss fast sagen, das ist noch lieber, weil ich mag ja blau so gerne. Ich finde es echt cool. Ich freue mich sehr auf Sinking Ships. Burning Bridges fand ich richtig gut. Und ja, dann habe ich mitgenommen, hui, dieses wunderschöne Magazin, weil ich bin da drinne. Ist das nicht cool? Ich bin hier mit einer Empfehlung drinne. Ich finde das so, so cool. Ja. Ich habe das Magazin auch zweimal mitgenommen, weil es wird eine Verlosung geben. Ich mache eine Messeverlosung für alle Daheimgebliebenen. Und zu guter Letzt durfte noch Was perfekt war von Colleen Hoover von Bold mit. Ich habe das Buch als Rezensionsexemplar bekommen und ich freue mich wirklich sehr. Ja, hier ist der Inhalt und ja, ich liebe Colleen Hoover und deswegen freue ich mich natürlich sehr über ihr neues Buch. Und ja, was ich auch sehr cool finde, was ich bekommen habe, ist, ich weiß wirklich, es tut mir so, so leid, aber ich weiß nicht, wo ich den her habe. Aber ich habe hier so einen Hugendubenbeutel bekommen. Ich mag den. Ich habe letztens den im Internet gesehen und habe mir so gedacht, auch schade, dass du keinen Hugendubel hast. Du kannst dir den nicht holen. Und ich habe den hat mir irgendjemand in die Hand gedrückt. Ich weiß gar nicht mehr wo. Auf jeden Fall ist er schön. Und ja, ich werde jetzt den Abend ausklingen lassen, indem ich gar nichts mehr tue, außer mal Instagram abchecken und alles. Und ja, wünsche euch einen schönen Abend. Guten Morgen. Wir haben Samstagmorgen. Wie ihr seht, bin ich ganz zerknaut. Ich bin gerade aufgewacht. Eine Stunde früher, als ich eigentlich wach sein muss, als ich mir den Wecker gestellt habe. Aber egal, ich werde jetzt die Zeit nutzen, um mich frisch zu machen. Das habe ich nämlich ganz nötig. Und ja, ich freue mich auf den heutigen Messetag. Ich würde sagen, ich melde mich später, wenn ich fertig bin, nochmal. Und ja. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Es ist ein reines Gedrängel und ich habe eine ganz tolle Person bei mir. Magst du dich mal vorstellen? Ich bin die Ella von Ella's Bookstream. Genau, ich verlinke euch ihren Kanal unten. Ich habe ja gestern Abend schon von ihr erzählt, wo wir essen waren. Das ist übrigens die reizende Person. Und ja, wir drängen uns gleich wieder da rein. Wir waren jetzt gerade mal draußen. Hier ist es so schön luftig. So stickig. Ja, es ist so stickig und warm und diese ganzen Menschenmassen, das ist echt extrem. Ja, aber wir machen das Beste draus und ich melde mich später nochmal. Tschüss! Hallo! Sind wir alle drauf? Nein! Wo ist die andere? Da!
Wir sind jetzt bei EL James und ja, es ist mega, mega cool. Es ist außerhalb von der Messe, aber wir freuen uns trotzdem mega drauf. Und ja. Ja, auf jeden Fall. Ich bin total aufgeregt. Ich auch. Oh, ich glaube, ich werde kein Wort ausbringen, wenn ich ja. Das ist total cool, die bringen ja die ganze Zeit so Essenshäppchen rum. Oh, man mega. Fühlt sich dadurch, als wären wir so auf so einer richtig krassen Party ja, von irgendwelchen Business. Ja, so eine Party und weißt du, was das Lustige ist, dass uns einfach gerade alle angucken, als wären wir so Aliens. Ja, und genau. Werden. Und ja, du bist gar nicht drauf, ja. Ich werde auf jeden Fall alle Kanäle unten verlinken und ja, melde mich später nochmal. Nein, es ist an. Sie haben ja schon ein bisschen geklatscht, aber ich finde, das reicht noch nicht. Ich meine, wir haben sie hier. Hier ist EL James. Das muss rein. We were waiting for this, I think. So, sorry about that. I totally got this wrong with the curtain. I thought the curtain would be in front of us. Yes, so did I. Okay. Vielleicht sind wir etwas unelegant hier reingeschlichen jetzt. Wir hätten es spektakulärer gestalten können, aber wir haben es leider nicht kapiert mit dem Vorhang. Sorry. We are back and they loved the films, obviously, or they liked it. What do you think about the films, the 50 Shades of Grey? The films were an extraordinary educational experience for me. I think that we had two fantastic leads, Dakota Johnson and Jamie Dornan. They were amazing. They were really, really good sports. I think that I've learned so much through the process of doing it. And I think we were lucky, certainly for the second two, to find someone who was actually very sympathetic to the material as well. So yeah, it was a crazy time, frankly, and hugely enjoyable and hugely painful and hugely exciting. All the things when you see your work come to life. I'll never forget seeing Charlie Tango on the roof. That was just amazing. And when you go out and see something that's come from your head and it's there and it's perfect, that was something. So yeah, I had some good times and some not so good times. And I wouldn't change it for anything. Also sie würde das für nichts auf der Welt tauschen. Das ist natürlich eine total irre Erfahrung, wenn man das, was man aufgeschrieben hat, dann auch auf der Leinwand sieht. Sie fand die beiden Hauptdarsteller großartig, wie sie das gemacht haben. Aber es ist natürlich auf der anderen Seite genau auch das auf der Leinwand zu sehen, was man geschrieben hat. Das möglicherweise dann doch nicht so aussieht, wie man es sich vielleicht vorgestellt hat, als man das aufgeschrieben hat und die Fantasie einem vielleicht andere Bilder gegeben hat. Aber sie sagt, sie hat auch sehr viel gelernt. Es waren sehr viele großartige Momente dabei, um zu sehen, wie so etwas entsteht. Das war eine sehr wertvolle Erfahrung und sie würde es für nichts auf der Welt eintauschen. Wir waren gerade bei EL James, aber dazu erzähle ich euch später ein bisschen mehr. Tanja wollte schon sein, ja. Sarah ist auch hier und Iris ist auf der anderen Seite. Und werden den Abend genießen. Guten Morgen, ich melde mich jetzt hier nochmal. Ja, ich war ja gestern bei EL James und es war wirklich wunderschön. EL James ist eine unglaublich sympathische Person und wir haben total viel gelacht und hatten richtig viel Spaß und es war einfach unglaublich. Ich bin so froh, dass ich sie treffen konnte und bin richtig glücklich deswegen. Und danach sind wir eigentlich auch schon zum Mein Wunder-Essen gesprintet. Wir haben ja 5 Jahre Jubiläum von Mein Wunder gefeiert und auch da, es war wunderschön.
Also, Tanja hat sich mit der Planung einfach selbst übertroffen. Die Location war toll, das Essen war super. Es gab ganz, ganz viele tolle Unterhaltungen mit vielen verschiedenen Menschen. Es war einfach so, so unglaublich schön. Und ja, ich bin schon ein bisschen traurig, dass jetzt der letzte Messetag für mich anbricht. Aber gut, alles hat ein Ende. Und ja, ich würde sagen, ich melde mich von der Messe nochmal. Ich mache mich heute etwas früher auf den Weg, weil ich da echt mit Ansturm rechne. Und ich wollte noch ein paar schöne Aufnahmen für euch machen. Und ja. Wie ihr sehen könnt, bin ich auf der Messe. Ich bin gerade draußen und ja, mal kurz frische Luft genießen. Heute finde ich geht es. Ich finde es nicht so schlimm wie gestern. Also ich fand es gestern definitiv schlimmer. Und ja, für mich geht es jetzt gleich zu meinem Interview. Ja, einmal mit der lieben Kimina Onka. Die hat Everything I Didn't Say geschrieben. Es wird da natürlich auch alles hier hochgeladen. Natürlich, hallo. Und dann geht es noch zur Morgen, ich weiß nicht, wie ihr Nachnamen ausgesprochen wird, Mokromle oder so, die halt Never Too Close geschrieben hat. Und ja, ich melde mich auf jeden Fall später nochmal. Ich wollte eigentlich länger auf der Messe bleiben, habe mich aber spontan dazu umentschieden, dass ich früher gehe, weil ich einfach total fertig bin und ich bin so müde und ich habe mega dolle Kopfschmerzen und ich denke, ja, dann noch länger hier zu bleiben ist dann nicht so cool, weil ich muss noch fahren. Und ja, genau. Aber die Messe war trotzdem wunderschön. Und später, wenn ich zu Hause bin, werde ich euch auf jeden Fall nochmal ein Fazit geben. Und ja, ich mache mich dann jetzt mal auf zu meinen Interviews und treffe hoffentlich gleich auch nochmal die Ella wieder. Genau. Bin ich zurück zu Hause. Ja, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich bin irgendwie noch total überrannt von dieser ganzen Messe. Sie war einfach, ja, sie war einfach legendär. Ich kann es gar nicht anders sagen. Also jedes Jahr denke ich, die Messe kann gar nicht mehr besser werden. Es war die schönste Messe überhaupt. Das denke ich wirklich jedes Jahr. Aber dieses Jahr, ich weiß nicht, es war ganz anders, aber nicht schlecht gemeint, sondern auf eine ganz besondere Weise. Es war einfach so unglaublich toll. Ich habe so, so viele Menschen getroffen. Sowohl Menschen, die ich schon länger kenne, als auch welche, die ich ganz neu kennengelernt habe und die auch alle super lieb und freundlich waren. Ich hatte so tolle Termine und ganz, ganz tolle, ja, ich sag mal, Autorentreffen, bei denen ich war. Es war einfach unglaublich klasse. Es war einfach phänomenal. Ich kann es gar nicht anders ausdrücken. Es war wirklich so, so toll. Es war einfach eine unglaubliche Messe. Ich bin so geflasht von allem. Und ich lasse gerade alles irgendwie Revue passieren. Es war einfach unglaublich. Ich kann es gar nicht anders ausdrücken. Es war so toll, alle Menschen zu treffen. Und ja, ich bin einfach so happy an alle, die ich getroffen habe. Ich bin so happy, dass ich euch getroffen habe. Es freut mich immer so sehr, wenn ich Leute treffe, die meine Videos gucken oder die mich von Insta kennen oder ja, auch einfach so nur mit mir quatschen und die man halt auch ganz neu kennenlernt. Ich finde das ganz, ganz klasse. Ich habe so tolle Menschen kennengelernt und ja, ich bin so happy und ich freue mich einfach. Es war wirklich, wirklich unglaublich. Ich kann es nicht anders sagen. Es war eine so tolle Messe. Also, wie gesagt, sie unterscheidet sich von allen Messen, auf denen ich bisher war. Ich kann es nicht beschreiben. Es war einfach so wunderschön und ja, ich bin glücklich und ich werde jetzt glücklich in meinem Bettchen liegen, wie ihr seht. Ich wollte eigentlich noch lesen tatsächlich, aber
Ich bin dafür zu müde und irgendwie noch zu aufgedreht. Ich muss das jetzt erstmal alles, ja, so Revue passieren lassen. Und ja, ich hoffe auf jeden Fall, dass dieser Vlog euch gefallen hat. Und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, ihr wart auf der Messe und wenn ihr dort wart, dass ihr sie genießen konntet. Und auch wenn ihr nicht dort wart, dass ihr trotzdem eine schöne Zeit hattet. Und ja, bis zum nächsten Video. Tschüss!